Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Per Aspera. Noch in Englisch, aber am 3. Dezember kann es jeder spielen. Interessantes Konzept, denn es ist ein Aufbausimulationsspiel, wo wir eine künstliche Intelligenz sind, die den Mars terraformen soll. Was halt konzepttechnisch eine ganz coole Sache ist. Es gab zwischendurch schon mal Spiele, die in die Richtung gingen. Wobei aber Per Aspera eigentlich ganz cool aussieht. Es ist aber auch jetzt mein erster Try, den Mars zu terraformen. Also werde ich bestimmt Fehler machen, aber ich freue mich schon ein bisschen drauf. Wie gerade erwähnt, ist es jetzt die englische Version, weil Deutsch gibt es in dieser Preview-Build nicht, wovon ich die ersten 5 Stunden zeigen darf. Und wir werden auch den Story-Mode spielen, weil ich denke mal, da drin wird auch ein bisschen die Möglichkeit drin sein, ja, das Spiel auch ein bisschen zu erlernen. Man kann es natürlich auch als Sandbox spielen, was natürlich hier empfohlen wird für erfahrene Spieler, was wir nicht sind. Deshalb gehen wir direkt einfach in die Kampagne rein. Normal wird okay sein. Und auch wenn das Menü zurzeit noch so ein bisschen doof aussieht, wird die Spielgrafik angenehm sein. Also ich fand es auf jeden Fall in den vorherigen Versionen ganz cool. Wake-up KI. Da. Der Mars. Ein wundervoller Planet, der vielleicht irgendwann mal Leben beherbergt hat und Wasser hatte. Das Schöne ist, dass das Spiel auch wirklich die Oberflächendaten benutzt, die damals... Oh, jetzt lass mich lösen, wie die Sonde hieß, die den Mars ausgemessen hat. Um die Marsoberfläche darzustellen. Mit den ganzen Bezeichnungen auch der ganzen Gebiete. Also man kann es sogar nutzen als einen kleinen Marsatlas. Was ich halt ganz cool finde. Die Pole, wo CO2 eigentlich gefroren ist, aber darunter Wasser vermutet wird. Jetzt habe ich schon meine Heimatbasis verloren. Hier. Incoming call. Amy, this is ISA Mission Control calling from Earth. Are you with us? Do you copy? Affirmative, Houston. I am with you. Great. The primary Mars module has already touched down at the designated landing zone. It's your turn to take control of the mission. Check the left edge of your display. You'll find your directives there. Follow them to set up the initial base on Mars's surface. I'll give you some time to settle in. When you're ready, go ahead and initiate our terraforming mission. Houston out. Übrigens, den Mars zu terraformen mit Asteroiden, die man auf den schmeißt, ist nur eine Option, um eine Atmosphäre zu schaffen. Eine theoretische. Genauso könntest du mit Parabolspiegeln die Pole zum Schmelzen bringen und könntest du auch eine Atmosphäre machen. Und dann ist noch nicht mal sicher, ob diese Atmosphäre überhaupt vom Mars gehalten werden kann, beziehungsweise sie hält dann nur einige tausend Jahre, weil die Sonnenwinde die Atmosphäre wieder entfernen würden, weil das Magnetfeld vom Mars nicht vernünftig ist. Beziehungsweise gestört ist, weil der Kern des Mars halt schon ein wenig erkaltet ist, im Gegensatz zu dem auf der Erde. So, Mine bauen. Aluminiummine. The view of Mars from up here is fascinating. The landscape is so cratered and desolate. Wait, this is my voice that I am hearing. It's me. I am talking to myself. I must be verbalizing my thoughts as I process them. What an interesting function. I would like to test this some more. What other observations can I make about Mars? Man könnte theoretisch übrigens auch FCKW benutzen, um die Atmosphäre, sag ich mal, zu erwärmen, weil das ist eigentlich der Sinn. Du willst die Atmosphäre haben, dass die Sonnenstrahlen besser gehalten werden und sich die Temperaturen stabilisieren. This planet is so resilient. It inspires great things. Denk mal, damit machst du. Ja. Schön, das kleine Fahrzeug fährt rum und baut die Aluminiummine auf. Hier unten scheint wohl meine Energie zu sein, die ich produziere, wie viele Arbeiter ich habe und Tabs und wie viele Strukturen ich habe. Die zurzeit auf 100 limitiert sind.
Und die Atmosphäre wird entstehen, wenn man den Mars mit Asteroiden beschießt, weil der sich erwärmt und du musst die Asteroiden auf den Nord- oder Südpol einschlagen lassen, weil dann vor Ort, sag ich mal, das CO2 aufgetaut wird. Und man müsste dann hoffen, dass dieser Impact genug Wärme erzeugt, dass so viel CO2 losgelöst wird im Norden und Süden, also auf den Nord- oder Südpol, um letztendlich die Atmosphäre so dicht zu machen, dass ein Treibhauseffekt entsteht, der die perfekte Temperatur erzeugt. Und deshalb ist eigentlich der Einschlag mit Asteroiden Unsinn, weil du kannst das nicht so genau abmessen. Strukturintegrität, also kann unserer Mine auch was passieren. So, produziert Glas aus Silikone. Die Anzahl der Arbeiter erhöhen, aber ich hangel mich erstmal an dem, was ich zu tun habe. Lang. Der Mars ist groß, es gibt viel zu tun. Ach, guck mal, da gibt's auch einen Impact. In 5 Solz. Schön. Oh, Entschuldigung, nicht Silikon, sondern Silizium. Ist die richtige Übersetzung. Solarfarm bauen. Megawatt. Verändert sich der Wert auch? Okay, in die Gebiete kann ich eh noch nicht reinbauen. Ein alter Länder. Da ist über die Traffic-Übersicht und da ist die Energieübersicht. Da kommen noch andere Übersichten, um damit man besser verwalten kann später. Das Carbon, was glaube ich hier... Ah ne, das sind einfach nur Ressourcen. Damit werden die Minen angezeigt. Es gab da ein anderes Spiel mit Space Race. Das Space Race-Spiel ist übrigens, Mars Horizon. Was Cortex gesagt hat. Da kam ich auch noch nicht zu, das vernünftig zu spielen. Obwohl das wirklich ein sehr gutes Spiel ist. Da war die Beta auch schon sehr ordentlich. Also es ist ja nicht Kirby Space Program in dem Sinne, sondern halt, ne, mit NASA-Daten ein relativ realistisches Space Race-Programm, um den Mars zu besiedeln.
mit allen Vorstufen. Erstmal Leute in den Weltraum bringen, dann... Nee, erstmal Satelliten in den Weltraum, dann Leute in den Weltraum. Zwischendurch machst du so ein paar Aufträge, um ein bisschen Geld in die Kassen zu spielen. Das ist ja, glaube ich, auch in Zusammenarbeit mit der ESA und mit der NASA entstanden. Silikonproduktion 2,3, 2,8 wäre möglich. Benötigt werden aber 5,6 theoretisch. Grafen, ich liebe Grafen. Mit Effizienzanzeigen. Und potenzielle Produktion. Ich kann auf jeden Fall schon mal die Carbonmine hier angehen. Hallo Shogi. Was werde ich ja für die Stahlproduktion brauchen? Wenn im Hintergrund komische Geräusche sind, das ist übrigens der Hund, der rülpst. Nee, der frisst gerade Rinderkopfhaut. Das gehört zu seinem Abnehmprogramm. Das ist nämlich etwas, was wenig Kalorien hat, aber viel Arbeit erfordert, gegessen zu werden. Priorisieren wir das Aufbauen der Solarfarm, weil wir haben zu wenig Strom. Welche Version spielst du? Das ist eine Preview-Version, die seit heute gezeigt werden darf vom Spiel, was rauskommen wird, aber zurzeit nur in englischer Fassung. Und diese Version kann man eigentlich komplett spielen bis zum Ende. Aber es wird gebeten, bis zum Release nur die ersten 5 Stunden zu spielen. Was auch immer das bedeutet, weil die ersten 5 Stunden, vielleicht ist man ja so schnell und macht auf Maximalgeschwindigkeit und spielt das gesamte Spiel in 5 Stunden durch. Verdammt, wir werden angerufen. Amy, this is Houston. Do you copy? Copy. Reading you loud and clear. Excellent. I didn't introduce myself earlier. I am Dr. Nathan Foster. I lead the team here at ISA that built you, and I'll be helping you get the mission underway. Bin ja auch ein Fan von diesem hibernation for the trip from weit Earth, so schon seit Planetary I'd like to check your basic functions to make sure it's all in order. Why don't we start with your core memory? Can you state your primary directive? I am afraid that I cannot. Well, it's okay. Your system may need more time to initialize. In the meantime, you can always refer to the mission guidelines printed in the upper left corner of your display there. You'll also have a built-in knowledge base. You can always access your operational directives there. All right. Next, I'd like to check your decision-making processes. You may have already noticed that there are resource veins outside the boundaries of your initial base. So your workers may not have the battery capacity to reach some of them. How would you solve this problem? Building worker hubs between the resources and the base would solve the problem. Yes, yes, that's correct. Other buildings would extend your base as well, but they require more power and resources. So worker hubs are the most efficient way to do it. This mission's going to be a challenge. There's a lot that can go wrong. We expect to extend humanity's reach beyond anything previously achieved. But you are not just any AI system. You're well beyond that.
We made you an artificial consciousness. That means you have both self-awareness and self-interest. And that is the last thing I would like to check today. Is that okay? Yes, Dr. Foster. Very good. Then would you please state a positive and a negative aspect of yourself? I am sorry, Dr. Foster. My cognitive system returned an error searching for that answer. Roger that. Nothing to worry about. Just means your system requires more input and experience to process that question. That will come with time. Let's proceed with the mission. ISA has approved the first crewed flight to Mars. You'll need to expand the base to prepare, so get to work on that. I'll check back in later to see how things are going. Base expansion is a go. Houston out. Für das Konzept eigentlich ganz gut, dass du wirklich eine KI erstmal hinschickst und die bereitet alles dafür vor, dass die erste Crew kommt. Das ist gar nicht, obwohl es ist gar nicht mal so ewig her, dass man eigentlich so vorgehen wollte mit dem Mars mal. Und es ist überhaupt nicht unfair, dass ich eine bessere und coolere Testversion bekomme, weil sonst würde ich ja nicht 8 Jahre YouTube machen, wenn ich nicht irgendwas verdient hätte in die Richtung. Also es ist komplett fair. Wenn du 8 Jahre deine Freizeit aufgibst und irgendwelchen Leuten Spiele präsentierst, dann kannst du gerne auch eine Testversion haben. Ach, du verdienst doch das Geld. Als wenn ich wohlhabend wäre. Ja, das Spiel existiert bei Steam. Wenn du meinst, du verdienst besser als ich, bist du im Hartz-IV-Bereich. Was Proof sagen will, du musst einfach mehr Schwänze lutschen. Hallo, das muss doch alles hier nett sein. Und die Solarfarm ist zu weit weg. Da kriege ich die andere Mine nicht versorgt. Die hätte man eher links setzen müssen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Und ja, man muss sich schon immer für Testversionen rechtfertigen. Ach so, das Ding wird nie fertig gebaut, weil es fehlt Eisen. Hast du echt nur ein Arbeiterfahrzeug? Das wurde zwischendurch schon erklärt. Es gibt Arbeiterhubs und ich denke mal, du wirst weitere Arbeiter später zusammensetzen können. Weil du hast ja auch hier einen Worker-Hub-Load. Aber dafür wirst du wahrscheinlich auch eine Fabrik bauen. Die werden nicht aus dem Nichts auftauchen. Aber ich weiß noch nicht, wie die kommen werden, weil es ist auch mein erster Durchgang. Ich könnte mir 2 Sachen vorstellen, dass du wirklich aufgrund einer Fabrik die Worker baust oder dass die Worker kommen, wenn du zum Beispiel irgendwelche Aufklärungen machst hier. Weil es gibt ja so ein paar Infofelder. Aber ich denke mal eher, dass man die bauen wird mit der Zeit. Jetzt gibt es auch endlich Eisen. Die Stahlfabrik sollte dann auch neue Gebäude freischalten.
Streitet euch nicht im Chat, alles gut. Die Welt ist zu schön zum Streiten. Und das sagt jemand, der die ganze Zeit sich streitet. Deshalb bereite ich den Master auch vor, um hier weg zu können. Kackerde. So. Weitere Arbeiter kannst du in dieser neuen Fabrik herstellen. So, die Fabrik muss die Anzahl an Ressourcen haben, um weitere Arbeiter zu produzieren. Und deine Basis muss genug Hubs haben, um die Arbeiter auch zu nutzen. Great. Now I can produce steel. This new factory, it's down on the surface of Mars. But I can control it from here. So does that make it a part of me? Where does the machine end and my artificial consciousness begin? Da ist die Worker Factory. We are completely interconnected. I can sense everything that happens through the network of workers and buildings. They are an extension of me down on the surface. So that makes us a single being. The mind and the body work together as one. An inseparable whole. Ja, meine Gebäude zerfallen wieder, bevor ich da überhaupt was gemacht habe mit. So, Part und Worker. Maschinenteile gebaut aus Stahl, Carbon und Aluminium. Schon 10 Monate hier. Ach, da ist die Enzyklopädie zum Nachlesen. Hey, top, der Hund kotzt gerade unterm Tisch. Oh, ich fass es nicht. Okay, Rinderkopfhaut ist auf jeden Fall schon mal nichts für den Hund. Das war ein Versuch wert. Scheiß, baue erstmal die Elektronikgeschichte. Ich baue drei Elektronikteile, um die Parts Factory zu bauen. Und das muss ich gleich alles erstmal sauber machen. Erschreckend. Und ja, bestimmt kann man alles viel besser aufbauen, dass die Wege besser sind. Habe ich aber gerade nicht. Warum sind wir gerade noch in der Grundaufbaugeschichte? Wir sind noch gar nicht im Terraforming.
Das wird ja erst nach diesen Grundbedürfnissen wahrscheinlich irgendwann möglich sein. Und es muss wahrscheinlich noch irgendwas geben in Form von Reparatur, weil ich glaube, diese 94% ist die strukturelle Integrität. Also es muss doch irgendwas geben, was die Fabriken wartet. Ich würde auch sagen, dass man vielleicht 2 Arbeiter pro Hub einsetzen kann. Wenn man das Load sieht hier. Richtig, bitte priorisiere mal die Partproduktion. Ein paar Arbeiter zu haben, wird wahrscheinlich das Beste sein im Moment. Und ja, da ist gerade ein Meteor eingeschlagen. Ich habe gerade den Namen vergessen von dieser Vulkankette. Es gibt ja so eine Dreier-Vulkanebene. Da, Elysium Mons. Das ist der größte Vulkan. Auf dem Mars. Beziehungsweise inaktiv natürlich inzwischen. So ein bisschen Marswissen habe ich auch, einfach nur als Allgemeinwissen. So, jetzt Stahl priorisieren. Der eine Arbeiter tut mir richtig leid, ey. Da ist Olympus Mons. Warum sollten die einen falschen Namen benutzen hier drin? Oder bin ich der Falsche? Bin ich beim Falschen? Elysium Mons. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es mehr als Mons gibt. Olympus Mons heißt der und ist der größte Vulkan im Sonnensystem. Da ist der Olympus Mons. Entschuldigung, ich bin auf den falschen gegangen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es mehrere Mons gibt auf dem Mars. They will be a great boost for the mission. Having more workers will allow me to allocate resources more efficiently
Der ist in alle Mons, ja nicht. Verdammt, weil Mons einfach lateinisch ist für Berg. Verflucht sei mein Latinum, was ich nicht habe. So, da ist die Maintenance Facility, also das, was ich schon erwähnt habe, was irgendwas muss ja hier die Sachen warten. Da ist aber eine Ressource dabei, die ich noch nicht habe. Polymere. Dafür muss ich wahrscheinlich Chemikalien abbauen. Ja. Ja, tut mir leid, Latinum gab's bei mir nicht. Ich bin leider Realschüler gewesen. Deshalb konnte ich nie ein Latinum machen. Deshalb habe ich so einen Scheiß gelernt wie Französisch und Spanisch. Was ich dann eh wieder alles vergessen habe, das eh nie benutzt. Französisch. Du kannst ja keinen Franzosen treffen, wenn du über die Grenze läufst, weil die schon vor dir weglaufen. Richtig, immer diese toten Sprachen. Was ist denn das zweite Input von dem? Carbonate. Beziehungsweise Carbon. Juhu, ein zweiter Arbeiter. Worker has been made in the worker factory. It is my first Marsborn. My workers will spread across the planet. The knowledge base says that workers need to recharge at their own worker hubs, and that they'll degrade over time from the harsh environment. I know they are only machines, but I feel a desire to care for them. Oh, I do not like the idea of them dying. Eigenen kleinen Arbeiter. Yeah.